So, Voris Kalias. Duragabol. Perfekt. Ich wusste doch, dass es irgendwie in der Ecke ist. Also ganz rechts neben dem Turm haben wir das. So, sind wir gerüstet? Ich denke schon. Denke schon. Wie sieht's aus? Zustand 211, 207. Alles noch im grünen Bereich. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ihr dürft sprechen. Ihr dürft sprechen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, ob die schwer war. Oder eher. Ich glaube aber, Dura ist ein... Ich weiß es gar nicht. Kann man bei Orks nicht sagen. Das kann man bei Orks echt nicht sagen. So, das Schleichen sieht auch so cool aus. 45, vielleicht hat er den Schlüssel. Auf jeden Fall will ich mir noch was holen. Ich will ja nicht mit leeren Händen hier rausgehen. Ich meine, wir bekommen 250 Draken, aber... Da haben wir doch. Ist ein weiblicher Ork. Grabol, was? Ihr vergeudet meine Zeit. Kann ich sie nicht darauf ansprechen? Okay, schade. Er musste jetzt leider sterben. Sprecht schnell. Aber... Für die Exekution mit dem Feuerball durch. Ihr werdet Zack. Mir zu großer Ehre verhelfen. Die ist gut. Die ist verbuggt. Das ist zwar unfair, aber hey. Das ist Spiel. Das bin nicht ich. Ein Ei. Was haben wir hier? Konzentrationstrank nehmen wir mit. Was hast du noch zu bieten? Gar nichts. Schade. Zutaten können wir immer brauchen. Habe ich ja bereits erwähnt. Die drei Draken nehmen wir. Nehmen wir auch. Salzreis nehmen wir auch. Was ist das denn? Rot brauchen wir nicht. Das nehmen wir alles mit. So, dann pennen wir noch eine Runde in ihrem Bett. Habe ich irgendeine Rolle, um ein Schloss zu öffnen? Nee, habe ich nicht. Schade, schade, schade. Nee, habe ich wirklich nicht. Kacke. Ich dachte, ich habe schon eine. Egal, ich penne eine Runde und dann... Ich hätte gern die Kiste aufgemacht. Echt schade. Und dann pennen wir, bis wir geheilt sind. Und ja, sind wir bereit zurückzugehen und uns befördern zu lassen. Zum Protektor. Klingt cool. Protektor, es könnten irgendwie, ich weiß nicht, so Dwemer Centurius sein. Keine Ahnung warum, aber irgendwie hört sich's danach an. Mutia. Oh, erzieh dich. Ich bin Protektor. Hüter der Stadt. Herzensbrecher. So, tot. 250 Draken. Beförderung. Ich bin noch nicht bereit. Ja, okay, dann nimm mindestens einen Protektor. Okay, ich. Ivex Adrit Mora und Aldruen. Oder Aldruen. Okay. Ich glaube, ich gehe nach. Was ist Adrit Mora nochmal? Okay, ich schaue einfach mal, wo ich mit dem Schlickschreiter hinkomme. Wie hat euch der Tag begrüßt? Die Frage ist es, kann ich schon diese Teleportationsdienste nutzen? Ja, Schnauze. Spaß. Aber das wäre ganz cool, da muss ich... Ich glaube, ich muss weniger zahlen. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Aber auf jeden Fall ist es viel angenehmer. Krankes Schwein. Reisen wir mal. Ach, Sadrit Mora. Nee, ich mag Sadrit Mora nicht. Ich gehe nach Aldruen. Ich finde Sadrit Mora... Da ist man echt am Arsch der Welt. Ich weiß nicht. Taugt mir nicht sehr. Und vor allem, da sind immer die Quests. Kann ich mal zeigen, wo Sadrit Mora ist. Ich glaube, es ist... Wo ist Sadrit Mora nochmal? Ich glaube hier. Ich glaube wirklich hier in dieser Bucht. Und für die Quests, da gehen nur ein paar Boote weg. Und boah, nee, es ist echt eine nervige Geschichte. Also am Ende werde ich nicht drum rumkommen, aber ich werde es rauszögern. Ich werde es rauszögern. Also das Aldruen viel cooler. Wir sind direkt neben dem Schicksalsberg. Jägergilde, hast du Befehle für mich? Ihr wollt Befehle? Dann solltet ihr mit Perseus reden. Das kannst du nämlich ausbilden. Nee, nichts, was ich bräuchte. Also wo ist denn der nette Perseus? Hier ist auch noch eine Kiste, gell? Ja, cool. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ah, shit. Der Shit liegt ganz schön. Dann... Ich repariere erstmal meine Rüstung. Hör auf! Ich kann... Feinmotorik ist gerade nicht so mein Ding. Zack, zack, zack. Kann ich das nicht. Komm jetzt. Disclaimer, das muss sitzen. Bei der Rüstung geht's schneller. Das ist entweder Zufall oder...
So, da haben wir noch mal eine Runde. So, wie viel haben wir noch? Ich nehme die... ja, ich wiege schon zu viel. Wir haben noch 11 Stück. Alter. Ihr könnt... Gut, dann hau ich es einfach auf den Boden. Ich glaube, hier wird es gar nicht respawned. Weil es kein öffentlicher Platz... Oh, okay, es sieht besser aus. Natürlich. Was kann ich für euch tun? Aus dem Weg. So, Perseus, da bist du ja. Manchmal erhalten wir einen Vertrag von einem der Ortsansässigen und manchmal sind sie ein wenig seltsam. Ulyn Hennem, eine junge Kriegswappenträgerin, hat uns zur Unterstützung angeheuert, um ein Nest von Totenbeschwörern auszuräumen. Das als was bekannt. Ach ja, die Quest. Die mag ich ja. Boah, es geht nach was und sprecht. Ah, wie komme ich nach was? Was befindet sich weit im Norden in der Chiogorad-Region? Einzeichnen, die Reise ist lang. Am besten nehmt ihr von Telmora aus ein Schiff nach Dagonfell. Ich wünsche euch viel Glück. Oh, shit. Okay, wir müssen... Okay. Was empfiehlst du uns nochmal? Telmora. Okay, ich muss jetzt irgendwie nach Telmora kommen. Ich weiß, dass Cool hier ist. Also kann ich vielleicht von Cool aus Telmora erreichen. Weil ich nicht vorhabe, ewig zu laufen. Ohne Levitationstrank, ohne... Fuck, wo sind nochmal die Stiefel? Ich hätte die so gerne. Das gibt's doch nicht. Es ist so zufällig, dass man den über den Weg läuft. Ich glaube... Boah, ich weiß es nicht mehr. Shit. Es ist irgendein Nord, der nackt ist. Glaube ich zumindest. Oder es ist eine andere Quest. Ich bin mir nicht mehr sicher. So. Reisen wir nach... Nach Cool erstmal, komm. Wir bieten euch so, dann sind wir schon näher. Ausflug zum gleichen niedrigen Warte, haben wir das? Westlich von Dagonfell. Kann ich Dagonfell von hier aus erreichen? Nee, kann ich nicht. Ich muss wahrscheinlich ein Schiff nehmen. Wo ist denn hier nochmal? Wo sind hier die Docks? Wo ist hier überhaupt das ganze Dorf? Oh. Ja, die Docks werden wahrscheinlich am Wasser liegen. Ich hält. So, dann speichern wir nochmal. Ah, da unten sehe ich schon. Sehr schön. Dagonfell. Bitte kann man dich per Schiff erreichen. So. Kollege, was geht? Riva Mesamandas. Nee, du kannst mir nichts sagen. Lass mich durch. So, sind hier die Schiffe? Wo sind die Schiffe? Hier sind die Schiffe. Mit dem Schiff kann man ja nirgends hinreisen, oder? Okay. Ich hoffe, ich kann hier nicht nur nach Solstheim. Nee, ich will nicht nach Solstheim. Nicht mit Level 3 auf jeden Fall. Gnamok, Dagonfell, perfekt. So mag ich das. Oh nein, ich dachte, wir kommen hier hin. Irgendwie siehst du komisch aus, aber hey. Fuck. Okay. Wir müssen jetzt eine Fußreise starten. Was? Unhöfliche Sau? Ich meine, stellt euch vor, ihr geht einfach durch die Fußgängerzone und einer sagt, oh, ekelhaft. Direkt in euer Gesicht. Matte? Ach, Matt. Matt. Eine Runde Matt snacken, würde ich sagen. So, speichern. Dagonfell, nö. Wir verlassen jetzt Dagonfell und dabei casten wir wie immer ganz brav unsere Feuerbälle. Skrrr, skrrr, skrrr. Oh, wird das Ziel dreimal getroffen, obwohl ich es noch gar nicht gesehen habe. Also da ist noch ein Skiver, der freiwillig sterben will. Ich weiß nicht, ob das von der Spezies oder von der Art der Kreatur abhängig ist, wie viel Damage meine Magie macht. Weil so große Viecher mache ich manchmal mit einem One-Hit von Feuer bis fertig. Und so ein Kack, so eine Ratte, braucht fünf Feuerbälle oder was. Das kann ja wohl nicht angehen. Da haben wir noch einen Kollegen. Ah, Mann. Ich wollte ihn im Flug treffen. Schade, schade. Das ist eigentlich ein cooler Berg, um Akrobatik zu skillen, oder? Stirb, du Heide. Du Verräter unserer Siebschaft. Shit. Skill ich eigentlich mal wieder, Zerstörung 64. Leichte Rüstung skill ich auch bald.
Chemie. Ah, shit. Ich muss Veränderung skillen. Habe ich irgendwas, wofür ich Veränderung brauche? Was ist das für eine Schule? Wiederherstellung. Ach, das ist gar keine Schule. Das ist einfach eine Fähigkeit. Und ich denke mir so, hä? Okay, shit. Ich muss erstmal irgendeinen Zauber erlernen. Schnauze, stör nicht meine Rast. Oh, was ist das denn? Nochmal heilen. Was ist das denn cool? Oh mein Gott. Irgendein dätrischer Schrein. Ich glaube, die reißen uns... Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, die reißen uns fett den Arsch auf. Weil die nicht so aussehen, als wären sie Low-Level. Vielleicht kann ich sie von hier oben aus... Ah, lauf doch nicht rum wie so ein Wiesel. Hör doch auf! Nein! Shit. Okay, ihr seid ja... Oh, shit. Er hat eine Armbrust. Okay, das ist, glaube ich, ein Kampf, den ich nicht hätte aufnehmen sollen. Komm, stirb doch. Ah, fuck. Nein! Zum Glück ist er scheiße. Ah, fuck. Ultart. Nicht genug Mana, was? Fuck, das ist gar nicht gut. Das ist echt gar nicht gut. Oh, ich habe so viele Genesungstränke. Die müssen eh alle mal weg. Dann hauen wir das doch gleich raus. Weil dadurch könnte ich fett Cash machen, wenn ich die kill. Okay, ich probiere es jetzt mal. Es wird wahrscheinlich sehr zeitaufwendig sein, aber es wird sich so auszahlen. So, Feuerball. Ah, ich mache so wenig Damage. Oder es geht. Es geht, glaube ich, sogar. Wenn ich das jetzt ein bisschen spamme, dann könnte ich den echt killen. Ich könnte auch die anderen vielleicht killen. Ich weiß nicht, ob die Damage nehmen. Es ist ja Flächen. Nein! Nicht du! Nicht der Armbrust-Heini. Ey, lauf doch nicht rum wie so verrückte Zwiebelschneide. So, einer stirbt gleich. Cool. Dann hauen wir noch mal einen Standard-Arkanen-Trank rein. Nein! Okay, Wohltat. Ach, bitte. Warum nehme ich eigentlich Wohltat her? Ich habe doch genug Genesungstränke. Ich bin so ein Depp. Wer ist der Low-Level? Bitte ist der Armbrust-Typ, das wäre cool. Ich weiß, es ist ein bisschen, ich nutze so die Schwächen des Spiels aus, aber hey. Ich mache nur, was das Spiel mir gibt. Also kann mir keiner vorwerfen, ich bin hier in keiner Cheater oder so. Ich nutze halt keine Glitches, ne? Wer tut das nicht? Was, das sind vier? Oh, einer ist tot. Cool. Kann der mal out of Muni gehen? Das wäre echt cool. Wir gerade stehen sie alle auf der Nein! Und ich skill noch Zerstörung währenddessen. Na, das ist doch was. Boah, ich werde das ganze Zeug gar nicht mitnehmen können. Werden wir gleich so viel Loot haben. Ah, noch eine. So, zwei bleiben noch. Fuck. Standard-Morgenlufttrank. Nein. Ich habe nicht mehr viele arkane Tränke. Ich meine, die fünf sollten zwar reichen, aber ich muss danach gleich nach Fass. Pass. Alter. Das ist mies. Mit Level 3 wahrscheinlich ein paar der stärksten Gegner im Spiel fertig machen, weil diese wädrischen Schreine, die sind manchmal so schwer und es zahlt sich aber so mega aus. Man kriegt so geile Sachen. Vielleicht kann ich sogar einen Auftrag annehmen, der auch mit meinem Level machbar ist. Ich glaube es zwar nicht, weil wertige Schreine sind, braucht man unter 20 oder unter 15 gar nicht erst ankommen. Und Nummer 2. Beide. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Boah. Jetzt schauen wir uns mal um. Was für ein Schrein ist das? Malakat. Ist es nicht... Ich glaube, ich kenne ihn von Skyrim. So, was haben wir hier? 2000, wiegt aber 15. Wir nehmen es mal mit, wir können es ja noch austauschen. So, was hast du alles zu bieten? 1200? Ah, es ist alles so. Ich hätte das ganze Zeug so gerne, aber es wiegt so viel. So, wir müssen jetzt mal Prioritäten setzen hier. Na, 26 könnten wir loswerden. Also, 8, 17, das wiegt alles. 1200, du bist einiges wert. Okay, schauen wir erstmal weiter.
wie viel wir insgesamt aufnehmen können. Die Schulterplatten, die sind echt... Nee, du wiegst zu viel. 800. Die Beinschienen, die sind verlockend. Die Beinschienen sind sehr verlockend. Die Axt wiegt 15. Und gibt uns nur 2000. Nee, das lohnt sich gar nicht. Machen wir das nochmal weg. Das ist alles schwer. Es ist schwer. Die Schulterplatten lohnen sich. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 20. Okay, den Brustharnisch können wir vergessen. Habe ich einen vergessen eigentlich? Habe ich dich da hinten? Ja. Dann nehmen wir nochmal das mit. So, jetzt haben wir noch 12. Shit. Das ist alles so schwer. Ich will doch nur meine Kinder versorgen können. Du hast, ja. Okay, jetzt habe ich... Gut, da werden wir einiges... Da werden wir schon Geld machen können, auf jeden Fall. 1700, ich weiß nicht. Das ist fast das Doppelte. Und es wiegt... Ich lasse es einfach so. So, wir reden jetzt mal mit Malakat. Können wir nicht, schade. Alter, aber... Den Spot müssen wir uns merken. Da kommen wir mal zurück und holen uns den restlichen Loot. Ich weiß nicht, ob die respawnen. Bin mir ziemlich sicher, die respawnen. Nach ein paar Tagen, aber... Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht nehme ich den Weg auf mich. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 3400.